Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar habe ich ja vor kurzem ist es auch eigentlich auch schon fast nicht mehr, eine Nintendo Switch gekauft. Und ich möchte hier einfach mal einen Vergleich machen zu dem Spiel Fortnite, ne? Zu PC, zu meiner PS4 Slim und zu Nintendo Switch. Ja, in hauseigenen Spielen ist natürlich die Switch eigentlich nicht schlecht, ne? Aber wenn es dann um andere Titel geht, ist die Switch hier leider nicht allzu gut. Und das merkt man vor allem in Fortnite. In Fortnite 30 FPS. Ob jetzt wirklich die Auflösung bei 1080p ist, weiß ich nicht wirklich. Jedenfalls im Handheld-Modus ist sie, glaube ich, bei 27p. Aber ja. Ich meine, klar, wenn man es jetzt mit einem PC vergleicht, ein PC ist einfach völlig was anderes. Aber nur 30 FPS, maximal 32 hat er bisher bei mir hinbekommen, also die Nintendo Switch. Und auf dem PC, ich meine in Full HD, da kriegt mein PC, naja, je nachdem, bis 200 FPS hin. Okay, aber da ich keinen Monitor habe, der 200 FPS also hinbekommt, ist das eigentlich auch völlig egal. Ja, wir sehen jedenfalls hier ein bisschen den Vergleich. Oh, ich werde gejagt. Ja, wunderbar. Jedenfalls hier auf der Nintendo Switch-Version gerade. Und ja, man sieht halt den Grafikunterschied. Ich meine, klar, man kann es nicht mit einem PC vergleichen. PC, ich meine 4K, 60 FPS kriegt meiner hin. Nicht in den optimalsten Einstellungen, aber ja. So. Aber ich wollte euch einfach mal den Unterschied zwischen den ganzen zeigen hier, ne? Ja, was für mich auch noch ein bisschen blöd ist, die Steuerung, ne? Von der Switch ist halt einfach verkehrt für mich, ne? Zum Glück habe ich hier einen Game Pro Controller geholt, aber ja. Trotzdem, man kann klar die Steuerung noch ein bisschen umstellen und so. Individuell ein bisschen anpassen, aber ja. Wunderbar. Ich laufe jedenfalls etwa genau dieselbe Strecke ab, wie ich auf dem PC abgelaufen bin. Beziehungsweise werde ich das Ganze dann für mich auch noch auf der PS4 Slim Version machen, um euch zu zeigen, wie denn der Unterschied ist. Und ich meine, man merkt den Unterschied extrem. Also wenn man ein PC-Gamer ist, man merkt da wirklich einen sehr guten Unterschied. So, wir müssen da hinten entlang. Und ich meine, selbst wenn man nur mit Full HD vergleicht, ne? Ich meine eben, die FPS-Anzahl, die steht da. Gut, hier ist noch der Ping angezeigt. Der ist relativ hoch, wieso auch immer. Vielleicht, weil er gerade noch zum Updaten ist auf der Switch. Naja. Ist ja auch egal. Aber ich meine auch schon von den Effekten her. Man sieht es hier, wenn ich auf dem Ding bin, im Vergleich zu den anderen. Ja, ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. Aber hier auch die Wassereffekte zum Beispiel, auch wenn hier ein bisschen das Wasser verschwindet. Naja. Oder das Gras. Die Bäume. Ja, das Ganze. Klar, das Gameplay jetzt vom PC ist in 4K aufgenommen. Hier auch nochmal zum zeigen, wie das ist, wenn man hier wegfliegt, ne? Klar, es ist nicht die genau selbe Stelle. Wieso? Was ist denn der Gegner? So, ich rekrutiere ja, glaube ich, nochmal den Typen auch noch.
denke, der größte Unterschied wird man vor allem bei der Tankstelle auch noch merken, wenn sie dann in die Luft gejagt wird, was man hier wahrscheinlich gleich sieht. Ich bin hier gerade im Spiel noch nicht so weit, aber mal schauen. Ich nehme hier halte einfach meine Stimme mit auf, bei den anderen dann nicht. Ja, ich meine, dass der Controller ein bisschen anders halt gehandhabt wird, dass da meiner Meinung nach halt die Dinger vertauscht sind. Naja, eine andere Sache. Irgendwie kommen meine Dinger nicht mit. Egal. Jetzt hat man hier gerade noch den Effektvergleich gehabt von dem Ganzen. Jetzt werden wir noch zum Wasser gehen und da noch den Vergleich machen. Ne? Übrigens, wahrscheinlich werde ich das Video in 4K sogar hochrendern. Beziehungsweise die Aufnahme von PC ist natürlich in 4K. Ey, das erste Mal, wo ich hier irgendwas sehe, bei dem einen Strich hier, wo auch was angezeigt wird, aber auf dem PC hat ist da einfach ein leerer Balken. So, hier haben wir nämlich die Möglichkeit. Hier merkt ihr es schon, zum Beispiel den Effekt mit den Fischen, ne? Den PC, vor allem seht ihr da noch die anderen Kollegen dabei. Und auch das Hineinspringen, ne? Oder überhaupt das Wasser. Oder auch wenn man hier das Boot kaputt macht. Klar, kann man jetzt sagen, Switch und PC ist was völlig anderes oder PS4, ne? Aber ich meine diesen krassen Unterschied. Und ich finde halt einfach, die Nintendo Switch ist einfach, ja, Smartphone-Version, eine Art. So, hier sieht man es sehr gut mit dem Wasser, ne? Hä? Was hattest du denn? Ich. Ah, ich habe falsch gedrückt. Was hat er der so eine Dingwaffe? Sieht das einfach so sehr gut, ja. Und ich muss einfach sagen, der Handheld-Modus und so, naja, für mich ist die Nintendo Switch hat mehr oder weniger ein besseres Smartphone, so eine Art. Also ist von der Größe auch ein bisschen leicht, aber im Prinzip ist nichts Spezielles und im Handheld-Modus finde ich es jetzt nicht unbedingt gerade sehr gut. Das ist auch ein Großtier am besten. Naja, liebe Leute, was haltet ihr von dem Unterschied zwischen der Nintendo Switch, PC, PS4? Klar hätte ich hier noch die Xbox One nehmen können, wenn ich dann hier einen Game Pass hatte. Beziehungsweise Xbox Gold. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt mittlerweile kostenlos? Fortnite dort? Kann man das auch spielen oder nicht?
Die PS5 vergleichen kann ich leider nicht und die Xbox Series X auch nicht, weil ich die beiden Konsolen nicht habe. PS5 würde ich mir wahrscheinlich irgendwann dann mal holen. Und selbst wenn ich sie jetzt momentan hätte, ich könnte es nicht in 4K aufnehmen, weil ich keine Capture-Karte habe, die 4K aufnimmt. Und was man hier auch übrigens bei der Nintendo Switch-Version immer sehr gut merkt, es laggt auch zwischendurch einfach. Man wird beschossen, zum Beispiel, wie ich vorhin. Der hat zwar nicht getroffen hier, irgendwie mit dem Bogen versucht er auf mich zu schießen. Und das sind einfach so die Momente, wenn man einen Fight hat und es laggt einfach nur. Das ist einfach gar nicht angenehm. Klar kann man damit klarkommen oder so, aber ja. Ich muss einfach sagen, das ist nicht so meins, meine lieben Leute. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Möchtet ihr noch irgendwie einen anderen Unterschied sehen? Ich habe zum Beispiel Rocket League. Das kann ich leider auf dem PC nicht spielen. Aber da muss ich sagen, der Unterschied zur PS4 finde ich jetzt gar nicht groß. Also ich habe da kein Ruckeln gemerkt. Ich habe da nicht geschaut von den FPS oder so, wie das ist. Aber ja, dort läuft jedenfalls relativ flüssig. Ist halt etwas Umgewöhnung von der Steuerung. Aber sonst finde ich das Ganze eigentlich sehr nice auf der Nintendo Switch. So wie auf der PS4 und früher auf dem Apple Computer. Naja, jedenfalls, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und habt einen schönen Tag. Tschüss. Und ich werde hier noch einen epischen Sieg holen. Ich meine, auf der Switch ist das einfach. Oder schwer, je nachdem. Übrigens, meine lieben Leute, Fun-Effekt. Auf der PS4 jetzt habe ich die Aufnahme mehrmals machen müssen. Gut, das eine Mal war das Problem halt, dass der Sound nicht mit aufgenommen worden ist. Und ja, das andere Mal bin ich gestorben. Also ehrlich gesagt habe ich auf der PS4 das höchste Problem bisher gehabt wegen Spieler, also guten Spielern, ne? Und deswegen, ich muss sagen, eher die wirklichen Pro-Spieler, die ich bisher hatte, sind nicht auf der PC, wie die meisten immer denken, sondern eher auf der PS4. Natürlich gibt es auch andere, ne? Also, es sind nicht immer alle gut. Zum Beispiel der hier ist jetzt auch nicht unbedingt gerade der Beste. Aber ja. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.